Meine Lieben, ich bin ein bisschen durcheinander, wie immer. Nichts Neues, aber erzähle ich euch gleich oben. Ich wollte mich eben schminken gehen. Die Maus ist im Laufstall und spielt, in Anführungsstrichen, so viel wie man halt mit 8 Wochen spielen kann. Oder 10, die ist heute schon 10 Wochen. Oh mein Gott. Ja, warum ich durcheinander bin, erzähle ich euch. So. Hier so einen Spiegel stellen hier an die Seite. Schminke ich mich da drin. Also ich bin voll durcheinander, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Der Bernd hatte die Idee, dass wir heute Abend ein 1. April-Scherz-Video machen. Also dass wir das am Tag machen und heute Abend euch zeigen. Und die Idee finde ich eigentlich richtig gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich machen sollen, weil ich glaube, einige werden diesen Spaß nicht verstehen und uns das vielleicht richtig übel nehmen. Das möchte ich natürlich nicht. Der hat halt die Idee, dass wir sagen, also ihr wisst ja, wir haben ja ein Haus in Ungarn und wir möchten gerne auswandern in ein paar Jahren. Und er hat halt die Idee, dass wir euch sagen, dass wir jetzt sofort auswandern. Was wir auch gerne machen würden, aber was wir halt noch nicht machen. Ja, und jetzt möchte ich den ganzen Morgen am Hin und Her überlegen, ob ich das machen soll oder nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jetzt schminke ich mich erstmal. Es ist wieder geiles Wetter heute. Wir gehen nachher auch zum Laden, aber ich glaube, dann lasse ich die Kamera hier. Wir werden dann nur zusammen essen und ein bisschen draußen sitzen. Und dann gehe ich wieder nach Hause mit der Maus. Muss nämlich aufräumen. Es ist heute Donnerstag. Morgen ist Karfreitag und am Wochenende treffen wir uns natürlich mit der Familie. Also ich sag mal Freitag den, Samstag die, Sonntag die. Und da möchte ich... Entschuldigung. Da möchte ich nicht so viel im Haushalt machen. Oder schaffe ich halt auch nicht so viel im Haushalt zu machen. Und deswegen möchte ich das gerne heute weitestgehend erledigt haben. Macht ihr das auch immer mit dem Wattestäbchen anlecken? Ich kriege das nicht ordentlich hin, ne? Vor allem jetzt, wo die so abgebrochen sind, die Wimpern. Nach der Schwangerschaft sind die ja so total kurz. Ja, und diese Löcher, das sind Narben. Hier wurde ich schon voll oft gefragt, ob ich ein Piercing hatte. Hatte ich aber nicht, das sind Narben. Ihr wisst, ich habe Probleme mit der Haut immer schon gehabt. Und zwischendurch habe ich solche riesen Pickelentzündungen, wo dann solche Narben von bleiben. Ja, so, das reicht mir schon. Einfach nur ein bisschen Farbe ins Gesicht geschmissen und meine neue Brille. Tada, ich habe mich schon ein bisschen dran gewöhnt. Ihr auch? Dann mache ich hier noch die Dachfenster zu. Betten muss ich auch noch machen. Könnte ich ja eigentlich jetzt machen. Die Maus ist ja gerade happy da unten im Laufstall am Spielen. So. Einmal nur so alles aufgeschlagen. Das muss reichen. Ja, unten hat der Saugroboter schon gesaugt. Und wenn der gleich wieder aufgeladen ist, dann schmeiße ich den oben auch nochmal an. Die Maus ist immer noch am Spielen. Die ist immer noch in ihrem Schlafanzug. Du kommst noch nicht geschafft, dich anzuziehen, ne, du Maus? Ja. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Vino kommt runter und wir haben ja gestern hier Pizza gemacht und wir haben nicht mehr die Küche aufgeräumt. Tada, das mache ich jetzt erstmal. So, Outfit of the Day von Morley. Einmal ein Body mit süßer Schatz. Da steht glitzernd süßer Schatz drauf, ne? Ja,
Passend zur Hose und Socken. Super. Du findest heute schlecht in den Schlaf, ne? Das kommt noch. Das kommt noch. Ja. Jetzt konnten wir es erstmal zeitlich einrichten, sie anzuziehen. Und jetzt hilft sie mir noch, ein Brot zu backen. Ja, im Brotbackautomat, ne? Ein Mehrkornbrot machen wir. Super. Ja. So, ich habe den jetzt ins Tragetuch gepackt. Sie ist ein bisschen unzufrieden heute. Und ich habe mir einen Zopf gemacht, weil wenn ich die Haare auf habe, dann greift sie da immer rein, wenn die hier so über die Schulter und so. Und ich habe hier extra so ein Mulltuch, mache ich da immer hin, so ein Waschlappen. Ich habe ja Mulltücher zerschnitten. Ich laufe ja schon. Stillstand ist doof. Ich habe Mülltücher zerschnitten als Waschlappen und dann mache ich da immer einen hin als Schwitzschutz. Denn, ja, sie schwitzt sehr und ich auch oft am Kopf und dann saugt sich ihr Ohr so fest am Dekolleté. Und ihr merkt jetzt schon, dass sie todmüde ist, weil die ihren Kopf so anlehnt und die genießt das total hier im Tragetuch. Weil wenn sie noch so richtig wach ist und nicht schlafen will, dann macht sie den Kopf so ganz nach hinten und guckt sich um ganz aufmerksam. Aber jetzt ist sie einfach nur müde. Sie ist eingeschlafen. Und ich habe schon alles aufgeräumt im Hintergrund. Also ja, ein Grundchaos haben wir ja immer, ne? Das wisst ihr ja, das kennt ihr von uns. Aber sie mag das nicht, wenn ich den Kopf so feststecke. Das hasst sie. Dann wird sie immer wach. So leicht geht's vielleicht. Genau, so, die Jungs machen sich jetzt fertig. Und dann machen wir uns auf die große Reise und gehen zum Bernd zum Laden. Habe ich euch, glaube ich, schon erzählt, dass wir da heute hingehen. Und ihr bleibt hier, euch lasse ich hier. Ich habe nämlich beim Schneiden vom letzten Video gemerkt, dass man da voll so die Autogeräusche hört und so. Und ja, ich bin eh nicht lange da, von daher. Und Smurfy freut sich schon auf die große Reise. Wir sind wieder zu Hause. Und es riecht hier mega lecker nach Brot, denn ich habe ja heute Morgen ein Brot aufgesetzt. Es ist fertig. Oh, das riecht so lecker. Das lasse ich jetzt auskühlen. Und dann hole ich gleich da diesen Kasten raus. Und dann können wir das Brot schneiden. Die Maus ist wieder eingeschlafen. Ich mache jetzt immer so ein Tuch drüber, weil die doch jetzt immer aufmerksamer wird. Und dann schläft sie nicht ein, wenn ich mit ihr und Smurfy spazieren gehe, sondern ja, guckt sich die Welt an. Aber man merkt, sie ist total müde. Und ja, dann schläft sie am besten ein, wenn man das so da drüber macht. Genau. So, Smurfy hat gerufen. Wir gehen jetzt spazieren, ne? Ja. Ich habe gerade schon oben die Betten abgezogen und neu bezogen. Komm, Smurfy. Jetzt läuft der Staubsauger oben. Die Molla ist wieder im Tragetuch. Seht ihr, so schaut sie dann immer, wenn wir laufen, wenn ich ihr nicht das Tuch drüber mache. So, Smurfy. Komm mal her. Geh mal hopp ab auf deinen Platz. So. So, oh, die Molla ist müde, ne? Ach, Halsband hast du noch um. Ja. Okay. Wo ist denn deine Leine? Da. So. Genau. So. Halsband hast du um. Warte. Das ist immer sein Platz hier. Muss ja immer schön hoch sein, ne? Deckung für die Molla. Hier. Ich habe das Gefühl, dass ich heute fast gar nicht gevloggt habe. Wir haben jetzt schon 18 Uhr, also der Tag ist fast rum. Bernd kommt gleich von der Arbeit. Ich war jetzt gerade noch mal draußen mit den beiden, also mit Smurfy und Livia. Livia ist wieder eingeschlafen. Ist ja nicht schlimm. Also die war schon so ein bisschen quengelig. Die war echt müde und ich habe darauf gewartet, dass sie einschläft, ehrlich gesagt. Ja, ich muss jetzt hier noch ein bisschen Haushalt machen. Ich hatte ja heute Morgen hier schon aufgeräumt.
Die Pizza haben die Jungs noch aufgegessen und ja, jetzt muss ich halt die Spülmaschine noch ausräumen und Essen vorbereiten. Bei uns gibt es heute Burger, die habe ich schon rausgeholt zum Auftauen. Jeder ein. Calvinos Besuch ist jetzt leider weg. Von daher, so, ich kann mich jetzt schlecht bücken, weil ich die Livia im Tragetuch habe. Da sind noch Burgerbrötchen, die hole ich mal eben raus. So, dann halte ich mal den Kopf fest, wenn ich mich bücke. Deswegen muss ich die Kamera dann weglegen. Ja, ich räume mal hier auf. Nur probieren und mir das von innen anschauen. Das ist wieder so eine Brotbackmischung, Mehrkornbrot. Ich habe mega Hunger und eine Stunde dauert es ja noch, bis es Essen gibt. Schmeckt mega. Ich habe mich heute total geärgert. Ich habe ja gestern meine neue Brille bekommen. Und heute habe ich von vielen die E-Mails bekommen, dass meine andere Brille und die von Calvino auch fertig ist. Also wäre ich heute gegangen, hätte ich alle Brillen holen können. Egal. Ich habe gesagt, ich warte jetzt bis nach Ostern und hole mir die dann nächste Woche ab. Weil jetzt heute auf die Schnelle dahin hatte ich auch keine Lust. Hat zeitlich alles nicht so gepasst. Ja, egal. Ich habe jetzt schon mal die Fritteuse rausgeholt und ich habe die jetzt da angeschlossen. Denn sonst hatten wir die immer da stehen und haben die Pommes und was auch immer wir frittiert gemacht haben, da drin, also halt hier gemacht. Und dann ist der ganze Qualm von der Fritteuse immer hier in diesen Schrank reingezogen. Und wenn man den jetzt aufmacht, dann riecht es komplett nach Fritteuse. Also ich muss den komplett auswaschen, alles spülen und sauber machen, weil es halt nach Fritteuse riecht. Und deswegen steht die jetzt da, weil wir natürlich auch Pommes essen möchten zu unseren Burgern heute. Wir haben einmal hier Pommes, die hat der Bernd extra in so einem Tiefkühlladen geholt. Das sind so extra kleine Pommes, weil wir mögen gerne so mega knusprige Pommes. Und die sind aber eher so wie Chips, wenn man die frittiert hat. Deswegen hoffe ich, dass wir hier noch normale Pommes haben, also nicht so kleine. Das sind sie doch, ne? Ja, noch normale Pommes. Yay! Ich hole die mal eben raus. Und haben wir noch Chili Cheese Nuggets. Keine Chili Cheese Nuggets mehr. Mein Akku war leer, deswegen hat es abgebrochen. Pommes haben wir noch. Muss ich den Bernd mal eben anrufen, dass wir neue Nuggets brauchen. Hast du wieder gute Laune? Ein bisschen geschlafen? Ja, super. Das wirkt immer Wunder, ne? Wenn du ein bisschen schläfst. Ja, super. Oh, sie will immer so hochkommen mit dem Oberkörper. Ne? Ja, das versuchst du immer. Ich habe jetzt doch noch ein paar Nuggets gefunden und wir haben hier bei uns in der Stadt so einen Tiefkühlladen. Da gibt es halt hauptsächlich Tiefkühlwaren und das sind dann Chili Cheese Nuggets zweite Wahl, weil da sind dann so dicke manchmal dabei oder halt kleine, die sind halt verschiedene Größen
Und deswegen sind die sehr viel günstiger. Und ja, da geht Bernd halt total gerne einkaufen. Der geht ja sowieso gerne einkaufen. Und heute war er auch schon dort in diesem Laden. Und als ich ihn dann jetzt angerufen habe und gesagt habe, ja, was streitst du? Als ich ihm dann gesagt habe, die sind alle, er so, ja, super, jetzt war ich gerade da. Aber wir haben ja noch ein paar. Kann er nächstes Mal mitbringen. Ne, Mausi? Ja. Aber ich meine, oh. Sorry, ich vergesse das immer, das zuzumachen. Und dann, wenn ich vlogge, dann fällt mir das ein. Ja, dann fällt mir das ein. Ja, gibt's jetzt Essen? Jetzt gibt's Essen? Ja. Immer wenn die Mama isst, so einen tollen Burger mit dreifach Deckung, Doppel-Trippel-Deckung, hat die Morla Hunger und kriegt auch Essen. Ich wollte mich bei euch bedanken. Ich habe euch gestern in dem Blog gefragt, also der kam jetzt gerade online, wie das Lied heißt von der Spieluhr. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben. Jetzt können wir den Text lernen. Vielen, vielen Dank. Oh, man hat da ein Schlübbi gesehen. Nein, ja. Wie so eine Uhr sind wir hier Anna. Und eine, die Carmen, glaube ich, war das, hat geschrieben, wir sollen viel mit Livia singen. Ich kann nicht singen. Ich singe so viel den ganzen Tag ich mit auch. Ihr. Die das verdreht, glaube ich, schon manchmal die Augen. Ich kann sagen, was ich singe. Nein, ich singe Kinderlieder mit ich ihr. Auch. Ja, Bernd kann nur Lieder mit ihr singen, bis die Texte versteht. Ja. Du bist ein Säckchen. Was sagst du? Ja. Was? Oh, Molly. So, meine Lieben, ich wollte mich nur noch verabschieden. Die Kleine ist schon im Bett und wartet auf die Mama. Ich muss mir nur noch das Gesicht eincremen. Bernd ist noch mal eben mit dem Hund draußen. Und wo stelle ich euch hin? Ich stelle euch hier hin. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.